Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal bei UBI Tested, zu einem neuen Verbrauchsvideo, und vor der Kamera steht wieder ein Fahrzeug aus Ingolstadt, und zwar wieder ein Fahrzeug der 100.000 Euro Klasse, um genau zu sein, das Audi A7 Sportback, ich sag Coupé noch dazu, mit einem 3 Liter V6 TDI, 286 PS, 620 Newtonmeter Drehmoment, 0 auf 100, 5,7 Sekunden, Vmax 250 Stundenkilometer. Wir hatten erst den Audi Q7, das große Dickschiff SUV, was im Grunde dieselben technischen Basis hier trägt wie der Audi A7, nur dass der Audi A7 eben rund 300 Kilo weniger wiegt. Und das ist jetzt durchaus eben das Interessante daran, wie schlägt sich der Audi A7 Sportback gegenüber dem Q7 auf unserer Verbrauchsrunde. Wir haben sowohl auf dem Q7 als auch hier Winterräder, das heißt also, wir haben gleiche Bedingungen auch für die Fahrzeuge. Wir fahren die gleiche Strecke, 10% Stadtverkehr, 50% Überland und 40% Autobahn mit Vmax 140 Stundenkilometer, da es kein Performance-Fahrzeug ist, sondern unter 300 PS liegt. Die Performance-Fahrzeuge werden bei uns ja mit 150 Stundenkilometer auf der Autobahn gefahren. Was bleibt sonst noch so zum Q7 zu sagen? Natürlich ein sehr schönes Fahrzeug, was ihr euch jetzt gleich erst einmal genauer anschauen dürft, denn ich fahre jetzt erst einmal zum Tanken. Und dann würde ich einfach mal sagen, geht es auf die Verbrauchsrunde, und danach gibt es ein schönes Fazit, noch ein Fahreindruck zum Fahrzeug anschließend. Und ganz wichtig ist, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr zum Audi Q7 sagt, was ihr zu dem Video sagt, und das Ganze natürlich gerne liken und teilen. Und jetzt viel Spaß mit dem Verbrauchsvideo zum Audi Q7 Sportback 50 TDI Quattro. Viel Spaß! Wir sind an unserer Tankstelle angekommen und setzen jetzt erst einmal hier alles schön an Speichern zurück. Den Kurzzeitspeicher, wunderbar, Dauerverbrauch 5481 ist der Kilometerstand, bei dem wir starten. Wir tanken wie immer bis dreimal Klick. Eins, zwei, drei. So, dann rein hier, Tankdeckel zu, kurzer Blick, das haben wir getankt, und jetzt gehe ich zahlen und es geht los.
Wir sind angekommen wieder an unserer Tankstelle. Sodala. Und jetzt schauen wir hier auf den Bordcomputer. 5,8 Liter spricht er. Der Tageskilometerzähler übrigens da unten, der stimmt natürlich nicht. Den habe ich nicht zurückgesetzt. Wir sehen Langzeitspeicher. 113 Kilometer sind wir gefahren. Kurzzeitspeicher ist das gleiche. Wir sind 61 Stundenkilometer. Wir sehen, weil wir jetzt stehen, gehen wir runter. Also 62 Stundenkilometer, 5,8 Liter. So, und jetzt geht es raus und wir schauen, was die Tankung sagt. Und wieder tanken. Bis dreimal Klick. Eins. Zwei. Drei. Abschütteln natürlich nicht vergessen, ganz wichtig, gell? Die Jungs wissen warum. So. Zu. Und das ist die Anzeige. Ich gehe zahlen und wir treffen uns zum Fazit. Hinter mir steht der Audi A7 50 TDI Quattro. Schauen wir erst einmal auf unsere Tankabrechnung und da sehen wir sehr schnell, dass sich hier anhand der Tankung durchaus ein hoher Differenzbetrag zum Bordcomputer ergibt. Das Werk gibt an 7 Liter im Schnitt. Wir haben ein bisschen gerundet zwischendrin, also 6,9 bis 7,5 sagt der Werksverbrauch nach WLTP. Und der Bordcomputer spricht 5,8 Liter für unsere Normrunde und 7,2 Liter ist dann die Tankung. Das heißt also, wir hatten da doch wohl eine kleine Luftblase oder ähnliches einfach drinnen beim ersten Mal tanken. Denn die Bordcomputer, wie wir sehen, beim Audi Q7 oder beim A4 haben nämlich sehr gute Werte ausgespuckt. Da gab es immer so 0,1 Liter Differenz. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, diese 5,8 Liter, die der Bordcomputer ausgespuckt hat, das ist tatsächlich auch der reale Verbrauch des Audi A7 gewesen. Tut mir leid, dass solche Sachen passieren, aber wie ihr selber gesehen habt, wir haben tatsächlich dreimal bis zum Klick getankt. Mehr kann ich aktuell leider da auch nicht tun und deswegen vertraue ich jetzt hier schwer einfach mal auf den Bordcomputer. Aber gebt mir mal so ein kleines Feedback, ob das jetzt für euch tatsächlich wirklich ausschlaggebend ist, dass wir da jetzt so eine Differenz bekommen haben, wie ihr die Differenz seht und ob ihr tatsächlich auch schon öfter mal solche Differenzen selbst beim Tanken erlebt habt. Und das schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare. Jetzt würde ich sagen, sagen wir einfach noch ein paar Worte, möchte ich jetzt noch zum Audi A7 hier richten. Der Audi A7, so wie er da steht, kostet er übrigens 89.000 Euro. Und wenn wir jetzt mal vergleichen gegenüber dem Audi Q7, den wir zuletzt hatten, der hat einen Listenpreis von 98.000 Euro gehabt, wobei der Basispreis sich um ungefähr 2.500 Euro unterscheidet. Das heißt, der Q7 ist lediglich 2.500 Euro teurer als der A7. Natürlich völlig unterschiedliche Fahrzeugkonzepte, dennoch bietet natürlich der Q7 noch mal mehr Platz, also für den, der das benötigt. So kann man aber sehr komfortabel dennoch reisen, auch wenn man als Familie unterwegs ist. Der Kofferraum ist sehr, sehr groß mit dieser riesigen Heckklappe, da geht viel rein. Auch im Fond sitzt sich's perfekt, Isofix auch vorhanden. Selbe Thematik wie beim Q7 ist tatsächlich auch beim A7 zu erkennen. Der 3 Liter TDI Motor, der arbeitet zwar sehr, sehr schön, spricht hier aus dem Stand besser heraus als beim Q7 aktuell, hat aber ebenfalls das verzögerte Ansprechverhalten, wenn man an einen Punkt heranrollt und aus dem Rollen heraus wieder beschleunigen will, dann kommt wieder die 1 bis 2 Sekunden Gedenksekunde dazu. Sehr, sehr schade. Das macht halt weiterhin hier den Motor etwas unattraktiv für mich persönlich. Man gewöhnt sich, wie gesagt, dran. Dennoch, ich finde, man fällt immer wieder drauf rein, auch wenn man sich an den Wagen einfach irgend an den Antrieb auch vor allem gewöhnt hat. Sehr schön ist das normale Fahrwerk, was hier verbaut ist, im Gegensatz zum Q7, der mit einem Air Suspension Fahrwerk, also mit einem Luftfahrwerk ausgerüstet war. Der Wagen federt angenehm dennoch. Da fehlt sich gar nichts. Also man muss nicht unbedingt aufs Luftfahrwerk gehen, was ja schließlich über 2.000 Euro Aufpreis kostet und adaptive Dämpfer bietet.
Ich finde, meiner Meinung nach hat Audi hier einen sehr, sehr guten Mix geschaffen zwischen Komfort und ausreichend Dynamik. Wer den Wagen natürlich dynamisch bewegen will, wir reden hier immer noch über ein 2-Tonnen-Fahrzeug, das ist ganz klar, der sollte hier vielleicht tatsächlich nochmal so in das Luftfahrwerk investieren, weil man dann einfach noch ein bisschen mehr rausholen kann. Und was ich auf alle Fälle empfehlen würde, das wäre die Allradlenkung. Da fühlt sich das Auto dann nochmal zackiger und direkter an. Hier haben wir lediglich die Progressivlenkung verbaut. So, das waren jetzt so meine Worte zum Audi A7 und auch der Verbrauchstest zum Audi A7. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Lasst mir einen Daumen da, abonniert den Kanal, teilt das Video gerne. Aber viel wichtiger ist mir, schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr zu diesem Video sagt, was ihr zum Audi A7 sagt. Und dann freue ich mich schon, wenn wir uns beim nächsten Video sehen. Und bis dahin sage ich Tschüss und Servus, euer Ubi.